Würde ich ihn jetzt machen? Wollte Holztown bauen? Holzbauen-Town? Enderman. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es mit dem Schnee einfach nur an der Höhe liegt, oder? Obwohl, nee, es gibt ja auch Schnee im unteren Bereich. Es gibt Hasenpfoten. Wie kriegt man eine Hasenpfote? Weiß ich nicht. Brauchst du bestimmt auch zum Brauen, oder? Vielleicht ja, musst die du, brauche ich zum Brauen. vielleicht musst Da du dir kannst einen du einen Hasen Trank der, kochen. Trank der Sprungkraft machen. Das ist aber schön. Jolly Jumper. Mauer, ja. I understand the system. Ja, da hinten ist Wasser. Da gehen wir noch hin und dann schwimmen wir noch ein bisschen mit dem Boot in irgendeine Richtung und dann gucken wir, was passiert. Dank der Schnelligkeit, da wäre doch mal interessant fürs Wasser gewesen. Was fürs Wasser? Warum? Was? 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 Ich dachte, der Trank der Schnelligkeit war doch was fürs Boot gewesen. Das Boot ist eigentlich relativ schnell. Rumlaufen ist langsam. Ein Ausweg ja, aus warum diesem. baut da die scheiß Fackel nicht hin? Aus diesem Fluss. Ich habe einen Mohnblume gesammelt, das ist aber schön. Ach ja, und hier ist schon der Schluss. Haben wir schon Melonen? Nein. Haben wir nicht. Braune Pilze brauchst du, oder? Ja. Ich bin zwar erst in 10 Milliarden Jahren wieder zu Hause, aber ich habe dann braune Pilze mit. Das ist gut. Hallo, Herzofi. Und den Domzaun mal gucken. Eine Spinne. Christian, du könntest dann auch das so bauen, dass die Zombies dort am Zaun irgendwie festgehalten werden und dann weggeschwommen und dann weggeschwommen und dann irgendwo runterfallen und dann kannst du die Sachen, die dann töten und Level einsammeln. Dann nur ein Graben davor. Zu aufwendig. Ist schon mal schön, dass ich mir nicht um Rest gehe. Ja, das stimmt. Ob es ernten kann. So, liebe Zuschauer, das war kein kleiner Kampf, damit doch mal nicht so viel Langeweile aufkommt hier, wie bei mir in meinem Gehirn. Und da vorne mit dem Boot weiterkommt. Hallo Skelett, hallo Skelett. Tschüss Skelett.
Aua. Aufhören mit Regnen jetzt hier, Reise. Das wäre nett. Hol dir mal ein Bett. Stell ich gerade dumm an. Wir haben jetzt 63 Körbits. Wie man in der Hasenpfote kriegt, schlägt ja einer vor, Hase und Schere vielleicht, aber ich glaube, das ist zu makaber für das Spiel. Siehst du, Christian, du kannst mal noch was ausprobieren. Ja, den Trank. Christian? Christian, oh mein Gott, wir haben Christian verloren. Christian hat Angst vor deinen Tränken gekriegt. Schlimmer. Christian? Ja, ich hab einen Unsichtbarkeit. Ja, probier mal, ob du dann durch die Monster durchlaufen kannst, ohne dass du angegriffen wirst. Jetzt bist du. Ist das geil? Jetzt steht nur noch deine Rüstung vor mir. Oh, ich bin irgendwo hingekommen. Was hat's bei euch auch gemacht? Filmst du das wenigstens mal mit, ja? Was nehme ich mit? Das filmst, wie ich das coolste Schwein bin gerade. Nee. Bin ich halt selber. Warum hast du jetzt Lore da runter geschoben? Nehme eine Lore. Mr. Rüstung. Ey, wo sind Monster? Das ist eins. Komm schnell auf mich zugelaufen. Okay, also scheinen die das doch irgendwie. Ja, und das sieht mich auch. Das ist ja beschissen. Rüstung ausziehen, wahrscheinlich. Kann sein. Erstmal was essen. So. Björn. Müsste jetzt Richtung Osten laufen, oder? Ja. Osten, Osten, Osten. 5 und 5 sind 10. Das kleine Mathematiklexikon mit Patrick. Heute die 5. 5 und 5 sind 10. 2 mal 5 sind auch 10. Fertig. Immer noch das Schwert in der Hand. Das ist nicht so geil aus. Schwert. Da rennt das Schwert durch die Gegend. Du hast übrigens deine Hosen, deine Stiefel abgeworfen. Ja, ich weiß, weil ich keinen Platz mehr habe. Achso. Ba-bum. Ein Flusch. Machst du dich mal ein bisschen breit? Blum, blum, blum. Ja, gleich. Haben wir hier schon ein endgültiges Tor? Nee, ach du Scheiße, Creeper. Der hat mich gerade. Ne, der hat mich. Nicht. Ah, die sehen mich gerade nicht. Nee, dass ich mit weggeflogen bin, Patrick. Geil, die haben mich diesmal nicht gesehen. Das wurde. Also Schwert in der Hand geht. Moment, hier ist noch ein. Ruder, Ruder, Ruder. Hier ist ein Creeper explodiert. Ruder, Ruder, Ruder. Ruder, Ruder. Kriegen sie erst mit, wenn ich sie angreife. Okay. Ja, ist zu. Richtig, was war ja mal einer gewesen. Da ist auch zu.
Aber. Ich stehe direkt vorm Skelett, es sieht mich nicht. Du hast jetzt nur das Schwert in der Hand. Ah, hier hinten sind braune Pilze ohne Ende, Patrick. Kannst du mal holen. Geht denn der Scheiß noch nicht, das hier. Boah, bin in der Milch. Daneben. Das ist ein Creeper. Hallo, ihr Krebser. Das war wieder äußerst spannend, was ich hier alles aufgenommen habe, muss ich sagen. Wir haben ein bisschen, weiß ich nicht, kennengelernt und weiß ich nicht gesehen. Flop. Und ein paar Flüsse sind wir lang gepaddelt. Bum, bum, au. Dort geht die Sonne auf. Wir fahren in den Sonnenaufgang. Und da geht's weiter mit unserer Bootstour. Das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie Spreewald. Ne? Muss man auch ab und zu mal wegen den Gurken aussteigen und sein Boot nehmen. Also wer jetzt noch nicht im Spreewald war, der muss unbedingt mal in den Spreewald, nachdem er dieses Minecraft gesehen hat. Und eine Gurke essen. Die fliegende Schaufel. Produktplatzierung. Wir kriegen jetzt ganz viele Gurken, wenn ich das sage. Ganz viele Spreewaldgurken. Gurken, Gurken, Gurken. Tu mal hier nicht so rum, Gurken. Ich gurke, wenn ich will. Jetzt soll ich dir mal einen Trick zeigen. Wo bin Was, ich? Ne? Weg. Wo bin ich? Oh, ein Unterwasserboot. Da ist er lang gerannt, ich hab ihn gesehen. Aber ich sehe, wenn du rennst, sehe ich aber die Partikels, die da hinter dir rumschwirren. Ich habe jetzt ein U-Boot gebaut. Ich habe jetzt tatsächlich geschafft, ein U-Boot zu bauen, aber damit kann man nicht fahren. Wie das? Einfach das Boot unter Wasser hingelegt. Ich finde das viel cooler, wenn das die Rüstung mit unsichtbar wäre. Ja. Aber ist ja auch so realistischer, weil du trinkst ja den Pony die Rüstung. Und? Aber bei Harry Potter geht das auch, wenn der den Umhang um. Ja, Harry Potter ist ja eine Schwuchtel. Ist ja auch kein Umhang. Christian, hast du ja nun mal das Tor gebaut? Nee, ne? Das ist ein Tor. Ja. Und bald. Wir bauen jetzt erstmal ein provisorisches Kürbistor. Ein provisorisch? Kommen sowieso noch welche Torche über das Beet. Ja, mir geht's um was anderes. Wirst du gleich sehen. Patrick will nach seinem Sieg über den Drachen wieder triumphierend durch das Tor einreiten auf dem Drachenkopf. Patrick, du musst mir mal sagen, was ist Eisengolem? Ja. Ehrlich? Ja. Hast du noch eine Kürbislaterne, oder? Nee, nur ein Kürbis. Kürbis. Hab ich schon. Warte, kann er nicht hier drüber laufen irgendwie? Da hier eine Kürbiswand hingebaut. Ich hab sogar ein Eisen zu viel. Da ist einer. Eisengolem. Hallo, okay. Da gilt jetzt alle hier, oder was? Der beschützt uns jetzt, ja. Jetzt mal einen da hinten hingebaut, wo der Zaun steht, auf der Ebene dort. Wer steht?
Ja, die latschen da jetzt hier durch unser Gebiet durch. Fall nicht ab jetzt, ja. Nee. Lange wir müssen die mal gucken, drüber. Wie wir das am Berg machen, dass sie hier nicht irgendwie wegkommen. Soll ich da mal irgendwie... Achso. Hauen auf den Berg ist ein bisschen scheiße, dann muss ich erst eine Schneise reinschlagen oder so. Ne, die können ja nur eine Stufe gehen, wir brauchen ja nur einen 2-Stufen-Absatz reinmachen und schon können die da nicht hochlatschen. Geht auch jetzt, wenn Zombies von da oben kommen, dass sie nicht bei uns hier unten reinfallen in die Länder. Ja. Was? Wie? Ja, ist schon recht, ne? Ist schon recht. So, und wenn die abhauen, können wir einfach neue Golems bauen. Dann ist das, was wir nicht haben. So, was machen wir als nächstes? Dr. Golem. Da hat er zugebaut jetzt hier. Ja, das hat ich vorhin schon gemacht, das hat ich letzte Folge schon gemacht. Mein schönen Stall verunstaltet hier. Verunstallt? Ja, Eisenzaun. Verunstallt. Kannst den Eisenzaun auch in Holzzaun umwandeln. Ey, latsch ja nicht das Feld kaputt, du Mongo. Ja, brauchst gar nicht so dumm gucken. Oh. Komplimente. Wo ist denn Wüste? Vor den Füttern. Kann man den füttern? Mit Eisen wahrscheinlich. Der braucht eisenhaltige Nahrung, also... Was ist denn so eisenhaltig? Fleisch. Nein, dass wir ganz schön viele Schweine haben. Ja. Mal einer aufräumen, ja. Ja. Komm, macht euch rein, ja.